Liebe Apothekenteams, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vor wenigen Tagen hat die Unternehmensberatung Sempora ihre diesjährige Apothekenmarktstudie vorgelegt, die 17. in Folge. Sie beleuchtet auch in diesem Jahr das Spannungsverhältnis zwischen Herstellern, Großhändlern, Apotheken und Konsumenten. Zugleich versucht sie, die wesentlichen Einflussgrößen auf die dynamische Entwicklung der Wertschöpfungsketten herauszuarbeiten. Die Studie, auch das ist bemerkenswert, hat keinen externen Auftraggeber, ist also eine Eigeninitiative von Sempora. Wir haben mit dem Initiator, dem Managing Partner und Mitbegründer von Sempora, Tobias Brotkorb, gesprochen. Hören Sie doch mal rein, wie er die Resultate interpretiert. Herr Brotkorb, ein Ergebnis Ihrer Studie ist, dass die Bedeutung von Apothekenkooperationen von Herstellern und Apothekern unterschiedlich bewertet wird. Fast 60% der Apotheker glaubt, dass Apothekenkooperationen an Bedeutung zunehmen, während dies nur von etwas mehr als einem Drittel der Hersteller so gesehen wird. Wie erklären Sie sich diese unterschiedliche Sichtweise? Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Die Apotheken sind ja einer Kooperation oder manche Apotheken auch mehreren Kooperationen beigetreten, weil sie natürlich erwarten, dass diese Kooperationen ihnen in der Zukunft helfen werden und glauben auch deswegen, dass die Kooperationen an Bedeutung zunehmen werden, weil das sonst hätten sie erst gar nicht bei der Kooperation dabei sein müssen. Also sie glauben ja an die Kooperation und bezahlen auch ihre Beiträge. Die Industrie sieht das Ganze aber ein bisschen differenzierter, weil sie arbeiten ja auch mit Versandapotheken, mit Apotheken zusammen, die in kleinen Verbünden sind, aber bei keiner Kooperation, also so 5, 6 große Apotheken, die zusammenarbeiten oder so, mit denen arbeiten die auch zusammen. Und die vergleichen dann die Leistungsfähigkeit und die Bedeutung im Vergleich zum Versandhandel und anderen Apotheken. Ja? Und dann sehen die Hersteller natürlich auch, dass es ein Problem gibt bei der Differenzierung der einzelnen Kooperationen und dem Markenversprechen. Manche haben gar kein Markenversprechen. Und wenn der Hersteller sagt, diese Kooperation sieht ja der Endverbraucher gar nicht oder der Kunde in der Apotheke, und dann hat er auch das Gefühl, dass diese Kooperationen dann eher irrelevant sind und der Mehrwert für den Hersteller, Leistung gegen Leistung, dann auch nicht so groß ist und man sieht dann eben auch nicht die große Entwicklung. Und deshalb sagt man, die Bedeutung wird wahrscheinlich sich nicht so groß verändern. Und da ist der Unterschied zwischen Apotheke und Hersteller zu erklären. Okay. In Ihrer Studie wird auch der mögliche Markteintritt von Amazon thematisiert. 45% der Hersteller bestätigen, dass sie direkt mit Amazon im Dialog sind. Wie sieht aus Ihrer Sicht ein möglicher Markteintritt von Amazon in den deutschen Apothekenmarkt aus? Gut, also wenn in der Studie rauskommt, dass die Hersteller sich mit direktem Dialog mit Amazon haben, heißt es natürlich noch nicht, dass die direkt an Amazon liefern oder eng mit denen zusammenarbeiten. Aber die Hersteller sagen sich, man sieht im Ausland, wie viel Amazon im Gesundheitsmarkt macht. Wir müssen als Hersteller wissen, was diese Kollegen von Amazon denn planen, um dann darauf strategisch auch reagieren zu können, in der Zusammenarbeit mit der Apotheke oder dem Versand der Apotheken und welche Rolle dann Amazon spielen wird. Und die Apotheke haben selbst dazu beigetragen, Amazon ist im Bereich Healthcare schon ein etablierter Player, weil ganz viele Versandapotheken und auch Einzelapotheken mit einer Versandhandelslizenz ja schon über Marketplace bei Amazon verkaufen. Und der Endverbraucher hat das Gefühl, Amazon ist da. Ja, die machen auch Gesundheitsprodukte. Sind zwar keine richtige Apotheke, aber da kann ich meine Sachen bestellen. Und Amazon lernt ja dann jeden Tag dazu, welche Produkte funktionieren gut, welche Themen funktionieren gut. Und wir kennen das ja aus dem Ausland, dass Amazon dann in der USA eben sowas wie PillPack gekauft hat, Großhandelslizenz in mehreren Bundesstaaten in der USA hat. Also die sind da richtig unterwegs und Amazon wird jetzt abwägen. Die werden sagen, werden wir in Zukunft nur freiverkäufliche Produkte machen oder werden wir auch rezeptpflichtige Produkte anbieten? Wenn wir das wollen, müssen wir eine richtige Apotheke sein. Können wir eine eigene Apotheke aufbauen? Nee, geht in Deutschland nicht wegen Fremdbesitzverbot. Ach, dann gehen wir doch einfach nach Holland und setzen da eine Apotheke auf. Tiefe Taschen hat der Amazon, das sollte kein Problem sein. Oder sie sagen sich, dann kaufe ich doch einen von den Versandapotheken, die in Holland tätig sind, teilweise an der Börse notiert. Und das ist nur Portokasse für Amazon. Und dann haben sie das ganze Know-how rund um das Thema Apothekengeschäft
natürlich eingekauft, wenn Sie jetzt zum Beispiel Shop oder Apotheke oder die Zurose-Gruppe kaufen würden, und sind dann voll dabei und können sogar europaweit die Amazon-Kunden mit OTC und der X erreichen. Deshalb glaube ich, dass spätestens 2022 Amazon wirklich ein Marktplayer sein wird. Vielleicht nur OTC, ja, dann ist es ein bisschen kleiner, aber Amazon ist nicht aufzuhalten und man kann davon ausgehen, ab 2022 werden die richtig da sein.